Teetassen, Sandwiches. Was? Wo sind der Tee und die Sandwiches hergekommen? Ich hatte Zeit, einen kleinen Imbiss vorzubereiten, wenn ihr draußen nach dem Rechten gesehen habt. Oh, danke. Ich habe tatsächlich ein bisschen Hunger. Okay, was hat denn die Oma also da? Ein Gemälde von ihr und Dooley. Eine verblüffende Ähnlichkeit. Ja, das dachte ich mir auch. Merkwürdig. Sobald ich es im Müll andere Leute gefunden habe. Foto? Ach, das alte Land. Mein kleiner Patrick, als er gerade mal 17 Pixel hoch war. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, natürlich die Grundnervfigur. Könnte sein. Dafür musste ich jemanden im Kampf besiegen. Einen geheimnisvollen, einbeinigen Mann. Wessen Asche ist das? Opa Dulis? Nein, wir haben ihn nicht eingeäschert. Wir haben ihn einfach am Straßenrand liegen lassen. Keine Ahnung, wem die Asche ist. Der Name könnte Trevor sein. Aber das Geheule des Geistes ist so schwer zu verstehen. Jedenfalls gehört sie jetzt mir. Ob es dir gefällt oder nicht, Geist. Gehören? Opa Duli. Er war noch nicht einmal hinüber, als sie das rausgenommen haben. Wir waren danach noch 4 Jahre verheiratet. Ja, wer kennt es nicht, das Gehirn von Opa einfach mal rausnehmen. So in der Affenfote mal wieder. Dieser Fluch hat einen Orang-Utan seinen Unterarm gekostet. Totenkopf? Er wirft so einen Schädel weg, der ist so gut wie neu. Ist das meine Kreditkarte? Ich hab's schon längst gesucht. Oh, das ist deine? Ich sehe mit dieser Brille nicht so gut. Ich verwende sie nur, um die Schiebetüren zu öffnen, wenn die Leute mich aussperren. Du meinst deine eigene Tür, wenn du dich selbst aussperrst, Oma? Ich nehme sie wieder mit. Nur zu, ich bin wie der Wind. Ich komme durch jede Tür. So, das hat man schon. Teekanne. Ich habe immer eine Kanne mit Psilocybin in Griffweite, falls ich auf eine Reise gehen will. Jojo? Oma, ist das das Juro, das du in der Wäsche verloren hattest? Du meinst das, mit dem du ständig gespielt hast und mir viel Nerven genommen bist? Nein? Gruselige Puppe? Annabelle? Kein Wunder, dass diese gruselige, augenlose Puppe weggeworfen wurde. Oh, als ich sie fand, hatte sie noch Augen. Aber dann ist jemand zu neugierig geworden. Ja, du hast richtig gehört. Lass deine Augen nicht zu sehr umherwandern, McQueen, sonst... Das Teil Kugel. Wenn Mystique wirklich ein Medium ist, wie können sie dann zulassen, dass ich an ihre Kugel gelange? Gefällt euch meine Trophäensammlung? Ich habe den ersten Platz im Stehlen von Trophäen gemacht. Und zwar nicht nur einmal. Alles, was ich über Underground-DJs und illegale Raves weiß, hat mir Oma beigebracht. Sie ist meine Heldin. Ein Foto? Ah, ein Familienfoto. Dann war die Familie das letzte Mal so versammelt. Schnüffler. Ja, das ist gut. Es ist gut. Genau wie zu Hause, oder Leute? Das sind Strohpuppen, oder? Patricia, McQueen. Hat jemand Lust, eine Runde Schluchzen zu spielen? Was? Das ist ein echtes Spiel, was? Ich kann es kaum erwarten, das nächste Weihnachten wieder zu spielen. Ach, Kumpel. Okay, das sind alles Trophäen, das sind ein. Und zum Flur gehen, hier können wir aufs Bett. Die Federung scheint schon vieles mitgemacht zu haben. Das will ich gar nicht wissen. Schrank. Warum ist diese Tür angelehnt? Ah, da ist jemand drin. Oh, das hätte ich wohl erwähnen sollen. Die Tür war ein wenig offen, damit er frische Luft bekommt. Stricknadel und Wolle? Stricknadel und Wolle. Das sind alte Nadeln. Willst du sie haben? Der kleine Patrick erzählt mir immer davon, wie gerne du dir irgendwelche Sachen in die Taschen steckst. Ja, danke. Kleptomane. Die steht doch selber. Hallo Jungs, danke für euren Besuch. Tut mir leid, dass ich so lange nicht hier war, Oma. Ich war auf einer wichtigen Mission. Schon gut, Patrick. Es ist ja nicht so, als würde ich hier in diesem Heim sitzen und auf mein Ende warten. Puh, ich dachte schon, du wärst jetzt sauer auf mich. Wie geht's denn so? Bei mir ist alles in Ordnung. Aber rate mal, wer alles gestorben ist. Nicht schon wieder die Todesnachrichten, Oma. Ich verstehe nicht, warum du so gern darüber redest. Wenn man so viele kriegsgrämliche Alte kennt, bereitet es einem Freude, sie zu überleben. Wusstest du es? Ich bin eine Dame, bevorzuge es, nicht zu fluchen. Aber nicht, weil Damen nicht fluchen, sondern weil ich die Jugendfreigabe nicht gefährden will. Des Spiels. Was ist hier los?
Ich weiß es nicht. Seitdem heute Morgen der Postbote da war, benimmt sich hier keiner mehr altersgemäß. Welche Post hat er denn gebracht? Nichts Besonderes, nur die wöchentlichen Zeitschriften und hier und da ein paar Briefe. Warum hängt dort ein Mann im Schrank? Warum schnüffelst du in meinem Schrank herum? Vielleicht wollte ich gar nicht, dass du den Mann findest, den ich dort versteckt habe. Keine Sorge, er versteckt sich nur vor dem ganzen Tumult da draußen. Und warum hängt er mit dem Kopf nach unten? Für seine Wirbelsäule? Ich weiß es nicht. Ich frage die Leute nicht nach Dingen, die mich nichts angehen. Ich lasse einfach hin. Auf Wiedersehen. So, können wir denn reden? Siemens. Siemens? Ist das Siemens? Ist das nicht hier bei Mac and Pie einer? Shh. Ah! Siemens, du sollst keine Leute anzischen, solange du in meinem Zimmer bist. Entschuldigung. Was wollen Sie wissen? Wer sind Sie? Siemens, der Hausmeister. Ich kümmere mich hier um alles. Stühle reparieren, Pflanzen gießen und so weiter. Warum hängen Sie in Omas Dulis Schrank? Ich versuche zu schlafen. Was sonst? Kopfüber zu hängen ist gut für meine Wirbelsäule? Sehr überzeugend. Wirklich? Für mich klingt das ziemlich verdächtig. Stimmt. Das war auch ironisch gemeint. Wenn wir Sprausgabe hätten, hätte ich es verstanden. Ja, das muss ja ich machen. Hey, ich kenne Sie doch aus dem Hotel in der letzten Staffel. Da hat man den auch, das stimmt. Interessant. Warum habe ich plötzlich das Gefühl, mein Leben mit dem Jagen von Monstern vergeudet zu haben? Ich bin kein Psychiater, sondern nur ein Typ, der kopfüber in einem Schrank hängt. Auf Wiedersehen. Aus dem Hof? Ach so, jetzt können wir... Ich fühle mich komisch. Ja, ich auch. Ich hätte da drin lieber eine Verfolgungsjagd mit einem Zentauren oder etwas in der Richtung gehabt. Irgendetwas Aufregendes. Ich war bereit, meine Polizeiuniform in den Nagel zu hängen und meinen lebenslangen Traum, kein Polizist zu sein, zu verwirklichen. Jedenfalls sollten wir uns über diesen Siemens umhören. So, Nummer 1. Wir haben doch jetzt alles... Ich kann mit Stan reden eigentlich. Ich höre Geräusche, ich komme nicht raus, verstehe. Was ist der da? Okay, das passiert nichts. So, wir können das doch jetzt machen. Hier, Stricknadeln. Papier liegt bereit, schieben wir in die Schüssel raus. Altes Prinzip. Erhalten Lagerraumschlüssel und können ihn aufmachen. Das rote Licht ist nämlich seltsam. Mal sehen, was wir daran finden. Moment mal, wohnt er etwa hier? Weißt du, was auf dem Wohnungsmarkt los ist? So ein gemütliches Zimmer muss man erstmal finden. Therapielampe, die Lampe sieht traurig aus. Kopf hoch, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Eric? Was? Nein. Stange? Sieht aus wie eine Stange für Klimmzüge. Angesichts der Tatsache, dass der Kopf über dem Schrank deiner Oma hängt, dass es hier kein Bett gibt, würde ich sagen, dass das sein Schlafplatz ist. Gemütlich, aber beeindruckend. Wer hat denn zu Hause Knoblauch an der Wand gehangen? Oder hängen? Dieser Kerl jetzt jedenfalls nicht mehr. Okay, ist das hier was Vampirartiges? Mülleimer. Er ist leer, aber um ihn herum sind Fetzen von zerrissener Post, was auch immer er weggeschickt bekommen hat. Er muss es weggeworfen haben. Das könnte wichtig sein. Also? Okay, könnte. Macht's auch nicht Bücher. Ein Stapel Selbsthilfebücher. Sie sehen aus, als wären sie erst neulich gekauft worden. Foto, ein Klassenfoto. Das muss von Siemens sein. Sieht aus, als hätte er seinen Abschluss allein gemacht. Na, Moment mal, die anderen sind nur unsichtbar. Bis auf ihre Kleidung. Dort steht Abschlussklasse 1809. E-Battery. C. Corlock. V. Tappas. S. Murphy. C. Count. M. Karnstein. Elderlisten Court. Smurfy, das ist Siemens, der Hausmeister. Er? Der Hausmeister, wir sind in seinem Zimmer. Hausmeister? Welcher Hausmeister? Der Kerl im Schrank deiner Oma, der Kopf über dort hängt. Sag mir nicht, tut mir leid, Detective. Okay, religiöses Zeug. Eine Sammlung religiöser Symbole aus verschiedenen Glaubensrichtungen. Oh, oh, oh. Ganz normale Dinge: Socken, Hosen, Westen und ein schwarzer Umhang mit roten Seidenfutter und hohem Krach. Lord Graf Dracula? Moment. Eins dieser Dinger ist nicht ganz so normal wie die anderen. Oh, da sind ein paar Schlüssel. Die könnten nützlich sein. Übelriechender. Okay, übelriechend klingt nach etwas, was wir benötigen. Nee, das bin ich gerade falsch.
Ja. Und zwar... Nummer 1 können wir aus dem Knoblauch bestimmt irgendwas mixen. Okay, das wäre lustig gewesen. Gehen wir halt zu den Mülltonnen. Wir schließen damit die Mülltonnen auf. Mal sehen, was wir da drin finden. Astrotonne. Ich kann daran nichts sehen. Du etwa, Duli? Was? Nö. Du hast gar nicht nachgesehen, oder? Wir wissen beide, dass ich nicht nachgesehen habe. Aber du kannst es nicht beweisen, also machen wir einfach weiter, ja? Die ist voller weggeworfener Zähne, da kriegt man ja Albträume. Hm. Da ist eine Ausgabe des Medienmagazins Variation mitsamt einer Notiz. Wollte nur die guten Nachrichten überbringen. Wie interessant. Neuer Film Dracula. Dracula, das ist ein berühmter Vampir. Die Figur basiert auf einem alten europäischen Grafen. Vlad Tepes. Ach, deswegen... Vlad Tepes, Abschlussklasse, was wir vor uns hatten. Sag mir nichts. Wo sollte ich ihm denn begegnet sein? Du bist ihm nie begegnet. Er ist vor Jahrhunderten gestorben. Oh, verstehe. Also, müssen wir nach Europa, ihn zu verhaften? Oder gibt es inzwischen ein europäisches Spin-off von uns? Nein, wir verhaften ihn nicht. Wir lassen ihn also einfach damit davonkommen? Womit davonkommen? Er ist nur eine Geschichte. Ja, sicher. Das sagt man über das Schnabeltier auch. Aber ich weiß, es irgendwo steckt. Irgendwann finde ich dich, du entengesichtiger Waschbär. Können wir es verbinden? Moment mal. Vlad Tepes? Das muss V. Tepes von Siemens Klassenfoto sein. Es wird ein Film über sein Leben gedreht. Vielleicht hat das etwas mit dieser ganzen Sache zu tun. Fragen wir Siemens danach. Ein Beweis. Okay, aber warum sind die dann so komisch geworden? Ist ja so, als hätten die junges Blut abbekommen. Ne, warte mal, das war ja hier. Sorry. Teetassen. Schon wieder Sandwiches. Jungs, seht hungrig aus. Hier, habt ihr was zu essen? Nicht nötig, wir haben schon Sandwiches. Nur zu, ihr müsst immer tüchtig essen. Okay, es könnte sein, dass man hier mehrfach was kriegt. Speicher mal ab. Vielleicht müssen wir das in kleineren, also nicht so oft machen, damit man weniger bekommt. So, wir geben mal Beweis an Sinus. Warum bekommen Sie Post von Dracula? Schreibt Dracula Ihnen Briefe? Gibt es Dracula wirklich? Sind Sie ein Vampir? Was verstehen Sie unter einem Vampir? Ein blutsaugendes Monster. Monster ist ein negativ besetztes Wort. Und nicht alle Vampire saugen Blut, sondern nur Sanguinara. Sanguinaria, hat Schrusch ausgesprochen. Es gibt auch emotionale Vampire, umgekehrte Versionen von beiden. Ich bin ein umgekehrter emotionaler Vampir. Die Leute fühlen das, was ich fühle. Und wie wäre das bei einem umgekehrten Sanguinaire? Ziemlich ekelhaft. Im besten Fall wäre es ein Typ, der ihnen in einer Seitengasse einen Beutel Blut anbietet. Der saugt kein Blut, sondern gibt was. Ich will gar nicht wissen, was der schlimmste Fall wäre, aber wenn sie ein umgekehrter emotionaler Vampir sind und sich hier alle so sonderbar benehmen. Als ich von Vlads Film erfuhr, begann ich mein Leben zu hinterfragen. Alle anderen haben es zu Ruhm und Ansehen gebracht und ich bin nur ein Hausmeister. Verstehen Sie? Vielleicht muss ich etwas an meinem Leben ändern. Sie haben eine Mid-Unlife-Crisis. Also haben alle anderen hier auch eine? Ja, das tut mir leid, aber ich kann nicht viel dagegen tun. Also gut, Dule. Wir müssen ihn nur ein bisschen aufmuntern, damit alle anderen aufhören, sich wie die Irren aufzuführen. Aufmuntern, Knoblauch? Oh, Knoblauch, mein Lieblingsessen. Aber es ist zu spät für einen Imbiss. Zu spät. Knoblauch-Sandwich. Okay, wir Tisch zusammenbauen. Können wir den Tisch nicht irgendwie hier hinbauen? Können wir das geben, Knoblauch-Sandwich? Oh, Knoblauch. Spät. Teetassen. Okay, was müssen wir jetzt machen? Knoblauch-Sandwich. Warum müssen wir einen Tisch zusammenbauen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Fadenknäuel, was kann man da machen? Wollknäuel. Ist dann auch Wolle, einfach so Faden. Ich würde dir ja einen Pullover stricken, aber ich stricke nicht gerne. Da habe ich mich auch nicht beschwert, als du die Nadeln weggenommen hast. Wussten Sie, dass er ein Vampir ist? War?
Er ist immer noch ein Vampir. In meinem Alter spielen solche Dinge keine Rolle mehr. Es ist einfach schön, einen Freund zu haben. Wie holt man einen Vampir aus Depressionen? Ich weiß nicht. Vielleicht könnte man eine Party mit all seinen Freunden veranstalten. Das könnte tatsächlich funktionieren. Aber wo? Wie herrscht darüber reinstes Chaos? Naja, wo? Im Hof. Pavillon. Draußen könnte man eine Party steigen lassen. Können wir diesen Ort ein bisschen aufpeppen? Also, für mich gibt es keine Party ohne Essen und Trinken. Wenn wir daraus eine Art Preisverleihung machen, brauchen wir einen roten Teppich. Und wir müssen ihn hier rauslocken. Was wissen wir über umgekehrte Vampire? Uff. Ich habe in der letzten Staffel nicht aufgepasst, als Doris uns das erzählt hat. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Aber seinem Zimmer nach zu urteilen, mag er Tageslicht und Knoblauch. Also das Gegenteil von normalen Vampiren. Kannst du es alles aufschreiben, Dooley? Natürlich. Essen, Getränke und andere Dinge, die Dooley mag, ist notiert. Na gut, ich mache eine Liste. Du kannst mich sogar danach fragen, falls du einen Beweis brauchst. Wir bauen einen Tisch auf. Ich brauche ein Werkzeug mit einer bestimmten Form zusammenzubauen. Werkzeug. Ja, aber... Ja, hier ist ja wenig Werkzeug. Aber wenn wir einfach das mal hinstellen. Ich brauche... Was steht da? Okay, wir probieren es mal. Ein Tisch zusammenbauen von Iki. Ich freue mich schon darauf, dir später beim Zusammenbauen zuzusehen. Aber von wo? Ikea. Ah, okay, genau, das rumschauen. Er macht's nicht, warum? Ich brauche ein Werkzeug mit einer bestimmten Form zusammenzubauen. Ein Imbus. Brauchen Sie irgendwo ein imbusartiges Werkzeug? Okay. Wir brauchen Tageslicht, würde ich fast behaupten. Das wäre. Können wir vielleicht hier irgendwas rausnehmen? Giftiger Efeu. Wenn wir Tageslicht vor, brauchen wir irgendwie Blitze, also müssen wir uns sehr hell machen. Das ist so ein bisschen das Ding. Werkzeug. Kreditkarte? Wir sein können als Werkzeug auf die Kreditkarte an sich nehmen. Personalraum brennt wie Licht. Das Schnarchen hat auch aufgehört. Ich wollte nicht sagen, aber dieses Schnarchen, das war beeindruckend. Kein Wunder, dass hier alle völlig plemplem sind. Das wahre Problem ist wahrscheinlich Schlafmangel. Stillkammer, also Personalraum. Schlüssel. Ein seltsam aussehender Schlüssel. Das ist Alan. Alan. Das ist mein Innensechskantschlüssel. Aha, damit baue ich Möbel zusammen. Sie sehen aus, als würden sie ihn brauchen. Wenn sie mir zurückbringen, können sie ihn gern mitnehmen. Ich glaube nicht, dass wir jemals etwas... Psst, Dooley. Selbstverständlich bringen wir ihn zurück. So schnell wie möglich, gleich nachdem wir fertig sind. Sie sehen aus, als würden sie das nicht tun. Oh Mann, dieser Kerl ist unheimlich. Sehr gut, das können wir schon mal verbinden. Das ist das richtige Werkzeug, um den Tisch zusammenzubauen, aber ich sollte es lieber dort tun, wo ich ihn aufstellen will. Ja. Whiteboard. Das scheint der Dienstplan zu sein und ein paar Haftnotizen. Sue sagt, das nächste Hexentreffen wurde verschoben, da der Gemeindesaal vom Ortsverband der Illuminaten belegt ist. Wang hat angerufen und gesagt, dass ihm das Yang-Öl ausgegangen ist. Voodoo-Puppe zum Üben finden. Martin sagt, er ist seit der letzten Sitzung ganz kribbelig, und zwar nicht im positiven Sinne. Diese, wohlgemerkt, Privatnotizen, können von jedem sein. Podium? Sieht aus wie das Podium auf dem Revier, außer dass dort McQueen-Knutsch-Gespenster eingeritzt ist. Verdammt, McKing. Ja, McKing. Genau, man kennt ihn. Jemand hat einen Werkzeugkasten hier stehen lassen.
Siemens wollte den Verkaufsautomat reparieren. Er muss bei all der Hektik sein Werkzeug hier vergessen haben. Ob da aber was Nützliches dabei ist? Oh, vielleicht der Schraubenzieher? Schraubenzieher? Sieht eher aus wie ein Pfahltreiber. Sie wissen, dass er ein Vampir ist, oder? Das war ziemlich beleidigend. Ich habe es gemerkt, sobald ich es gesagt hatte. Ich fühle mich furchtbar. Schraubenzieher? Sehr gut. Verkaufsautomat. Dieser Automat verkauft keine Snacks oder Getränke, sondern frische Socken, religiöse Bücher und Reime. Das verdammte Ding ist hinüber. Hören Sie sich das an. Der in Braun gehüllte Mann zieht diesen Ort aus dem Schlamm. Mit einem schönen Geschenk wird alles wieder eingerenkt. Das kann man zwar so machen, aber saubere Reime sehen anders aus. Noch ein. Okay. Boah. Die normale Besuchszeit. Hinweg. Ist fast vorbei. Es ist also bald Zeit für die intimen Besuche. Lampe, gefällt sie Ihnen? Sie können sie mit nach Hause nehmen. Ich schenke sie Ihnen. Danke, aber es ist... Aber er hier ist derjenige, der alle möglichen Dinge mitnimmt. Oh, er kann sie nicht haben. Das ist nicht für ihn. Oh. Das würde ich normalerweise nicht trinken. Ich stärke nur meine Resistenz gegen Eiter von meiner Reise nach Midbard. Inwand. Verschiedene Mitteilungen für das Personal. Bitte keine Senioren zu Rave-Partys hinausschmuggeln. Hört auf, Gebisse zu klauen, wir finden euch. Die Anwendung von Hexerei auf oder für Patienten ist nicht erwünscht. Es war klar, dass sie das sagen würden. Fell. Ein großer weißer Bettvorleger aus Fell. Ist das für ein Tier? Das weiß niemand. Ich habe es während meines Erasmus-Jahres in der verlorenen Stadt von Z erlegt. Weißer Bettvorleger. Also Bettvorleger aus Tierfell. Es handelt sich um ein mystisches Wesen. Bei der Herstellung kam also keine Pixelbären zu Schaden. Zu wissen. So, jetzt haben wir noch einen Hexendoktor. Was halten Sie von den Vorfällen, Herr Doktor? Fälle? Scheint ja alles ziemlich normal zu sein. Wie bitte? Alle verhalten sich wie wild gewordene Teenager. Das ist doch nicht normal. Teenager sind nun mal ziemlich wild. Ja, aber Senioren doch nicht. Nicht? Gerade eben haben sie nur das Gegenteil behauptet. Sie drehen mir das Wort im Munde um. Sie wissen gar nicht, wovon Sie reden. Ich weiß ja wohl, wovon ich rede. Schließlich bin ich hier der medizinische Experte. Sie meinen wahrscheinlich Experte. Ich meine, was ich gesagt habe, und jetzt lassen Sie mich weiterschlafen, bevor ich aus den ganzen Strafzetteln in meiner Tasche eine Voodoo-Puppe bastel. Okay. Lass uns doch erstmal mit dem, was wir haben, draußen das aufbauen. Wir sehen dann, wie weit wir kommen.